Hallo ihr Lieben, euer Girl, Cecilia hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Guild Wars. Mit Hannah. So schaut's aus. Heute machen wir hier diese Kathedrale der Flammen. Viele kennen das wahrscheinlich nur aus der Brudertrop-Mission. Aber ja, wenn man hier Tempel der Verdammten macht, ist das ein Explorable Dungeon, den wir euch natürlich nicht vorenthalten möchten. Ich glaube, das ist wieder mit Untoten und ihr wisst ja, die Untoten sind irgendwie unsere größten Feinde. Ist so, aber mal sehen, vielleicht kommen wir ja diesmal besser klar. Diese Skelett-Typies, ja, natürlich, wenn es Untote sind, haben wir jetzt kein Lichway, sondern wieder diesen Standardbild. Aber Livia und Gwen haben ja neue Outfits, also... Lars, Brückenfresser. Und Lars! Ob die sich wohl mit unserem Legionär verstehen würden? Dexter Drecksgräber. Geil. Krasse Typen, ey. Tja. Müssen wir mal gucken, ne? Was wir hier so machen, muss erstmal durchfallen. Ich glaube, hier ist tatsächlich die Map. Ja, dann warum nicht da hingehen? Kann man einfach hinlatschen? Ja, ey. Nee, ist nur ein Sammler. Oh. Kannst du vergessen. Nee, dann ist die Map hier ums Eck. Okay. Müssen wir mal schauen. Oh, der Legionär ist ja schon da. Mhm. Krass, krass. Ja, dann lass die mal wegkloppen da links, wa? Pullen, ja. Ja. Oh ne, das sind die aus dem Polymorgen mit dem Blitzkram, glaube ich. Ich würde sogar sagen, ein bisschen Flecken. Ich glaube, der Geist pullt die. Ne, doch nicht. Vor allen Dingen mit diesen Phantomen sogar noch zusätzlich. Oh, du musst pullen, ich habe ja den Legionär. Stimmt. Gut, dann flagge ich die. Das ist mein Garden im Zimmer. Kann ich ja schon mal hinstellen. Die Atmosphäre hier gefällt mir schon gut. Kathedrale der Flammen sieht doch immer ganz cool aus. Gespenst. Oh, das sind wir so doofen Messen mal, glaube ich. Kommen die anderen jetzt auch? Ne, die sind zum Glück weg. Zum Glück. Alter, wer von denen hat einen Strahl des Urteils? Boah. Murakais Diener. Da wird schon der Bossname gespoilert. Oh no. Hey, ich glaube, die sind gar nicht so krass. Naja, nee, das nicht, aber auch nicht komplett free. Also gut, wir haben jetzt ja auch immer mit noch... Mit Verschwendung und so, weiß nicht. Guck mal, das sind diese Ghule. Die kennen ja auch nur irgendwo, ja. Ja, einfach rein bei denen, wa? Würde ich auch sagen. Ah, ich weiß, woher ich die kenne. Das waren die, die Beichtvater Dorian angegriffen haben. Stimmt. Banshee, Geißelverzauberung. Weiß nicht, die Builds von denen sind jetzt nicht so schlimm. Oh, Kriegshammer. Sag das mal dem Legionär, ey. Oh. Ja, man merkt, dass er keinen Rettet euch selbst. Ja, das ist das Ding, ne? Der Legionär ist, glaube ich, nicht so strong, wie wir ursprünglich dachten. Weil er einfach das nicht bekommt. Ups. Trotzdem besser als nichts. Dieser Tempelgott in Scharschamann, verlasst ihn auf der Stelle oder sterbt eines qualvollen Todes. Ja. Toll, jetzt greifen die uns auch noch an. Warum greifen die uns jetzt an? Ich dachte, hier ein Problem mit diesem Murakai und so. Hä, ja, hast du wirklich gedacht, dass die Chao uns hier drin in Ruhe lassen würden? Ja. Habe ich echt gedacht. Da lagst du wohl schief mit Weil am Anfang standen ja auch Chao da. Ich dachte, die finden das geil, dass wir das machen. Ja, aber wir haben ja auch verbündete Chao die ganze Zeit schon gehabt. Und dann wieder nur so eine Lame. Hey, ich kann die durch die Wand angreifen. Ja. Da ist doch die Karte, die Beats-Karte. Oh. Upp. Alles aufgedeckt. Ja, das musst du machen. Ich guck ja nie auf die U-Karte. Richtig. Ach nö, jetzt kommt nur Char hier. No, ist das kacki? Gut. Hä, warum kacki? Sind doch die viel stärker leichter. Sind. Nee, meinst du? Ja. Finde ich schon. Die Builds von denen haben mich nicht überzeugt. Ja. Gwen mit ihrem neuen Outfit, ey. Ja, oder? Nice. Voll geil. Sieht jetzt viel femininer noch aus. Mehr Mesmer-mäßig. Yes. Livia haben wir ja nicht lange mit den Ursprungsoutfitern gesehen. Oh, guck, da bekämpfen sie sich gegenseitig. Ja, das meine ich ja. Die Char sollen sich doch freuen, dass wir hier sind. Tja, rechts lang? Okay. Hier müssen wir lang.
Ja schon, aber ich dachte nicht, dass die uns hinten reinrennen. Egal, das glaube ich nicht. Da hinten ist eine Truhe. Yay. Na, no, Ray of Judgment geht zurück zum Jadesteinbock. Ja. Beide eigentlich generell ziemlich geil, was, ne? Ja, schon strong. Finde ich besser strong, als so, ja. Flammensturm und so. Rüstungsignorieren ist immer gut. Ja, und noch brennen. Brennen auch noch. Ja, das auch noch, ja. Oh nein. Diese Portalgeister oder wie die heißen, diese Phantome, die sehen so krass aus. Bam, bam. Ja, das sind genau die von vom Lich. Ja. Da sind sie wieder. Naja, hier ist ja auch im Grunde Tyria-Gebiet sozusagen. Ja, eigentlich schon. Ja, der Schlimmste kommt ja noch. Scherben von Ohr. Ach, packen wir auch. Da haben wir doch schon in der ersten Ebene damals verkackt. Ach, da hinten sind wieder Kumpelschar, siehst du? So seltsam. Ich glaube, die können sich einfach nicht entscheiden. Da ist irgendwo ein blauer Schlüssel, den wir brauchen. Na dann, let's go. Hm, keine Ahnung, wenn die bekommt. Ihr nicht wissen. Wird halt auf Karte jetzt perfekt angezeigt, weil ich Karte gefunden habe. Oh, der Schwertkämpfer hier, der will mich, glaube ich. Jetzt nicht mehr. Ist er aufgegeben. Doch, jetzt will er mich wieder. Komischer Typ. Vielleicht die nächste Gruppe. Der kann sich auch nicht entscheiden. Oh, Aegis. Wo ist der? Da ist er. Ich brauche ihn. Ich brauche aber noch eine Inschrift. Ja, besonders gut wiederzuverwerten. Das ist bestimmt die Inschrift, die ich haben muss. Ja, wo soll denn jetzt der Schlüssel sein? Laut Map ist hier ja. Ich sehe keinen. Vielleicht erstmal mit denen quatschen. Die Untoten lassen hier keinen Stein. Oh nein! So viel zum Thema Verbündete, Char. Guck dir den Scheiß an. Ja, hätte mich auch gewundert. Du, du, du. Mann. Vielleicht haben die ja den blauen Schlüssel. Ja. Oh Mist, der ist ein Magiertöter. Na gut, dass wir beide keine sind. Ja. Und Gwen denkt sie nur so, ihr scheiß Egoisten. Ja. Aber Gwen hat, glaube ich, eh Bock. Chartöten ist ja ihr Fachgebiet. Das könnte ihr gefallen, ja, ja. Verliesschlüssel, ja, hier ist er ja schon. Wow, das war ja einfach. Das war echt chillig. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Hacken wir schon. Was ist denn hier passiert? Nee, ernsthaft, hier waren noch die Spinnen. Damals, oder nicht? Boah, naja, vielleicht wurden die ausgerottet. Gorn ist tot. Oh, hör ich ihm immer. Weiß er schon wieder. Ich weiß nicht. Bam, bam. Umkehrung des Schadens, ja. Die Banshee haben ein paar gute Skills. Aber naja. Ich fand, die waren viel krasser beim Polymog. Ja. Das waren ja die mit diesem Burst Damage. Da waren die echt bösartig. Hier kann man ja übrigens die beste Polymog-Figur des Spiels bekommen, diesen Rubin-Gen. Ja. Der alles im Alleingang zerstören kann. Damit kann man die alle freestalken. Der ist einfach auch viel zu stark. Ja. Ich hoffe echt, dass wir den bekommen. Bock, wer darf, Polymog. Nochmal eine Runde. Ah, jetzt ist aber auch doppelt gut, dass wir hier keine Untoten mitgenommen haben. Die haben alle Verbannung. Ja gut, wir haben Untote. Stimmt. Ein Minimaster haben wir. Ja, okay, stimmt schon. Naja, für links. Der hat auch gut. Bandstoß, der Gruftschlitzer, der Ghoul. Ja, und dann auch noch Strahls Urteil. Der Verbannung. Hä, was? Sind Untote und die haben was gegen Untote. Ja, ist voll seltsam. Oh Mann. Gezeter der Seele.
Den finde ich richtig cringe, den Vernichtungsgeist. Das ist das Gegenteil von Leben. Ja, ich freue mich schon, wenn er gleich explodiert. Ja, jetzt. Wie viel Schaden hat das gemacht? 1000. Nee, 1000. Von wegen 130. Das ist halt nix. Oh, guck mal, was sind das für welche? Voll der Boss-Rush heute. Können wieder nix, ey. Ja, das sind die doch von der Uni, oder? Von Prophesize. Ja, sozusagen, ja. Mulani-Akademie, oder wie das hier ist. Ja, genau. Oh, die sind krass, die haben Rundumschlag. Total krass sind die. Oh, es ist wieder Zeit. He's back. Ach, der Legionär, ja. Ja. Der Hüter. Wie lange ist denn diese... Nach 10 Minuten ist das nur, dass man keinen herbeirufen kann. Das ja, richtig. Finde ich auch. Leute, hallo. Ich sage zwar, rettet euch selbst, aber ich meine eigentlich, rettet mich. Rettet euch selbst. Du küsst es ja. Rettet euch selbst. Jetzt bin ich blind, jetzt küsst es nicht mehr. Dann kann ich auch mit der Flamme machen. Treffe jetzt eh nicht mehr. Ja, jetzt bin ich gearscht. Ich bin schon wieder blind. Krieg kein Adrenalin mehr, jetzt bin ich endgültig gearscht. Shit. Boah. Du hast sie auch getauntet. Du hast gesagt, ach, so heftig sind die nicht. Shit, ich wurde echt platt gemacht. Ja, das sind die ja auch nicht. Boah, ich bin auch tot. Das sind doch jetzt andere. Das sind ja wieder die Phantome. Eben war es ja noch diese komischen Askalonier. Kommen die jetzt auf einmal weg? Ja, weiß ich nicht. Auf Retzen hat doch keiner Bock, scheinbar. Oh, für doch. Den Sieg gegen der Hüter. Wo ist eigentlich Goran? Oh. Da vorne. Dings ist auch schon wieder weg, Legionär schon wieder down. Der kann ja gar nichts. Leider. So. Tja, dann wollen wir, wa? Mhm. Okay, go. Rennen die Lutze hier, jupp. Kathedrale der Flammen, Ebene 2 von 3. Was geht hier? Wieder Char? Ja, lieber dir als diese komische Phantome, ey. Ja, sag ich ja. Herr Vollding, hast du keine Freunde? Ist echt so. Forever alone. So eine Art Speer vielleicht. Das ist, damit du Leichen bekommst. Nein. Ja, lass mal flaggen irgendwie. Sonst nehmen die uns immer auseinander. Die sind echt doof, ne? Ja, ich weiß nicht, ob es am Dings liegt, an dem Blitzschaden, weil das geht ja durch die Rüstung durch. Ja, zum Beispiel. Blitzmagie ist auch krass. Habe ich in Random Arena am liebsten gespielt. Oh Mann, jeder hat diesen blöden Dingsbums, ey. Stimmt, das habe ich auch noch viel in Random Arena gespielt. Blitzedle. Ja, Dingens carried, aber dunkle Wut, ständig volles Adrenalin. Ja. Damit kann man arbeiten. Junge Goran. Ja. Läuft bei ihm. Doof, Vernichtungsgeist, oder? Da unten scheint wieder so eine Karte zu sein. Boah, 150 gerade. 150 Pokémon, ja, das sind wirklich viel. Oh no. Ich hab wirklich Respekt vor dem Phantom. Phantom of the Opera. Zeter der Seelen. Ja, das ist Quatsch, ne? Ich weiß nicht, was das macht. Ein ganz beschissener Damage-Spell, der auch nur Elite ist. Ist das wie dieser Riss nur anders? Kann ja bei Simmer gucken. Da ist es doch. Richtet beim Gegner und bei Feinden in Nähe 65 Blitzschaden an. Ihr haltet 10 Energie. Ja, das ist Energiemanagement, ey. Das ist ein besserer Essenzschlag. Oh, ja, stimmt. Toll. Das ist aber Elite. Dafür finde ich schwach.
Oh, Rita, bin ich jetzt echt dankbar. Ich freue mich jetzt doch, wenn die kommen. Siehst du, ich hab doch ich wusste ja nicht, dass besser. Phantome so destruktiv sind. Ja, ist das Gezeter der Seelen, was so stark ist? Nein, okay. Nee. Das macht zwar Flächenschaden, aber voll wenig. Da ist die Karte. Gib mir die Karte. Der Schlüssel ist wieder direkt neben dem Tor. Das finde ich so sinnlos. Da hätten sie auch gar kein Tor machen müssen. Das ist echt ein bisschen blöd. Jetzt kommt wieder ein Abschnitt, den du übelst magst. Oh, was ist hier denn los? Ja, wie Hochofen. Oh, was ist das denn? Woher kenne ich die, die komischen Verzauberten? Wüste, glaube ich, oder? Stimmt, Kristallwüste. Und die gab es auch, es gab verzauberter Schild, gab es auch bei diesem Ettin. Stimmt. Aber ursprünglich aus Kristallwüste, das ist so komisch. Einfach Waffen, die ihr Eigenleben führen. Oh nein, was ist das? Das ist echt voll wieder Hochofen, das liebe ich ja. Ich freue mich schon auf den Hochofen irgendwann. Oh Mann, verpiss dich jetzt mit deinem Scheiß. Verzauberte Dolche. Ach so, das Gift geht gar nicht weg hier anscheinend. Das ist wieder so eine Falle. Hey, Dungeons haben immer oft diese Fallen. Genau. Das macht die nochmal künstlich schwieriger. Aber auch nicht viel. Ja. Mit Spielern wäre das völlig egal. Ja. Das ist halt wie Einleiden-Ruine, ne? Es sind nur ein paar Fallen, aber ja. So sterben tut man da eher seltener. Richtig. Ja. Was wird da gemacht? Oh nein. Kommen sie aus dem Boden. Tokyo Ghoul. Kaneki Ken. Bam, boah, ey. Ja, die haben jetzt Pech gehabt. Die hätten gefährlich werden können, aber die standen so günstig. Kennst du Tokyo Ghoul? Ich kenn den Namen. Ah, okay. Im Anime-Bereich macht mir so schnell keiner was vor. Ja, da gibt's viel zu gucken. Zu viel für mich auf jeden Fall. Wobei ich diese Mainstream-Anime sogar, ich schaue wie Attack on Titan. Ja, das ist bei mir schon unter Kategorie eher nicht so bekannt. Also ich meine nicht, dass das jeder der Animes guckt, okay, kennt. Okay, denn My Hero Academia. Das kennt auch irgendwie jeder, glaube ich. Ja, jeder. Ja. Das gucke ich nicht. Gottes Willen. Also ich meine, das kennt halt jeder, der mit Anime zu tun hat. Die, die nichts mit Anime zu tun haben, kennen ja nur wirklich die absoluten Klassiker. Ja, gut, Dragon Ball. Ups, Vorsicht, wir kommen. Oh, dann lieber nicht. Dann lieber nicht da. Eben. Lieber nicht nach vorne. Das olle Gespenst, ja. Mit Verschwendung, auch schön aus dem Jadesteinbruch. Nein, da kommen ja noch mehr. Und jetzt kommen sie doch vor hinten. Shit, okay, das jetzt wird jetzt gelackmeiert. Ja, locker bleiben. Erstmal probieren. Ich hab ja auch, rettet euch selbst. Los, Simmer. Deine Geister. Ich treffe irgendwie nie. So, ich komme. Schaffen wir doch, wa? Ja. Du immer. Ich bin immer so typisch Girl. Oh. Also ich meine, ich war auch, ich hatte auch ein bisschen Schiss, aber ich dachte jetzt, naja. Ja, nimm das. So. Ach, du wusstest ja noch, wie das hier drin aussah. Stimmt, ich habe das völlig vergessen. Ja, du hättest es auch wissen müssen, wegen Brudertrupp. Ja schon, aber ich habe mir das nicht gemerkt. Ich hatte wieder vergessen, dass das der gleiche Dungeon ist. Ja, richtig umgebaut wurde er nicht, ihr Lieben. Also wer jetzt rumhatet oder so. Haben wir uns nicht ausgesucht. Ist trotzdem ja, zeigenswert. Ist ja jetzt komplett jetzt, anderer ja. Vibe. Ja. Und vor allem Boss. Ja, komplett neuer Boss. Wie heißt der? Murakai oder gab's so. Gab's vorher überhaupt einen Boss? Ja, der Typ mit diesen riesigen Flammenstatuen, weißt du, den du, die du so geil ach fandst. Ach so, ja, der war ja super easy. Ich ja, hoffe, der Boss war hier wird nicht so easy, weil... Wahrscheinlich nicht. Ich habe jetzt so Angst, weil wir haben ja den ersten Dungeon, diese Schleimgrube, haben wir richtig verkackt.
Wir waren die Spinnen. Ja, den haben wir wirklich ein bisschen verkackt, müssen wir sagen. Muss man aber sagen, war auch kein guter Gruppenbild dafür. Das stimmt, also das war wirklich super unpraktisch. Aber haben wir nicht vorher nicht darauf geachtet, das ist halt richtig. Also sind wir schon irgendwie selbst schuld. Wir haben schon im Vorhinein verkackt. Aber ich fand den Boss auch generell sehr schwer. Ja. Ja, mit Mesmer vielleicht nicht. Na, okay. Mit Panik vor allem. Ja. Und Schrei der Frustration. Boah, was geht hier denn ab? Aus ich würde sagen, hier oben Flaggen schon, oder? Ja. Aus dem Spinnenabschnitt wurde jetzt so ein Mist. Oh ne, Sanatio ist noch ganz vorne, ist vielleicht irgendwie blöd. Oh nein, da kommen sie schon, ey. Ja, ist aber okay so. Hauptsache, die ballen sich Hauptsache, der Strahl des Urteils fliegt nicht in die Geister, ey. Da hätte ich gar keine Lust drauf. Ja, das ist ungünstig. Lieber in die Minions, die machen ein bisschen noch Schaden, wenn sie drauf gehen. Ja, und die machen nicht so viel Schaden wie die Geister und haben keinen Zusatzeffekt wie die Geister, außer Splitterschreck, der vergiftet. True, true. Aber dafür sind das auch meistens mehr, die dann gleichzeitig draufgehen. Richtig. Das ist auch blöd. Naja, so, ich pull mal, ne? Da kommen sie. Die ollen Ghule. Bam. Na gut, wenn die Geister aufgestellt sind, ne, und wenn man hier richtig gesetupt ist. Ja klar, das geht voll easy hier. Ja, gar also hier könnte man theoretisch auch zwei Gruppen problemlos schaffen, aber... Gerade die Ghule, finde ich, die können gar nichts. Ja. Achso, laufen wir jetzt vor? Würde ich schon sagen, oder? Okay. Vielleicht können wir dadurch auch pullen. Ne. Er ist einfach so verschwunden, der Vernichtungsgeist. Ja, ich stand nicht mal daneben, was ja irgendwie auch ganz gut ist. So. Oh, da ist aber wieder so ein Typ, so ein Boss. Doch lieber flaggen, wa? Ja. Auf jeden Fall. Wir können uns ja hier hinstellen. Ja. Warte, ich muss noch ewige Aura casten. Aber nehmen die mir eh wieder weg. Eigentlich war das dumm, weil dann können die mir Dings... Weißt du, wie der Meister! So, weil der wahrscheinlich Minion Master ist. Tatsächlich. Ist nicht irgendein Meister, es ist der Meister. Der einzig wahre. Richtig. Hauptsache kein anderer versucht das ist, als Meister. Irgendwie. Das ist wie bei Metal Gear Solid 3. Da gibt's auch The Boss. Das ist der The Boss. Das ist der Boss. Am Boss. So, alle sieht einfach irgendein Boss, es ist der Boss. Kommt jetzt die andere Gruppe auch? Die hauen wieder schön ab. Okay. Tja, der Meister war aber irgendwie nervig. Schnell weg. Gibt der nichts? Nö. Ja, sonst gab es doch 150 Rufpunkte. Ach so, das meinst du? Ja, ich dachte, ein Item-Drop oder nee, so. Nee, ach, das ist mir egal. Gibt nichts mehr, was hier kommt direkt ein Gegner. Direkt. Ach so, das ist auch der Schlüsselmeister. Ah, shit, nee, nicht hinterherlaufen. Der lockt uns in die Mobs. So eine Sackratte. Guck mal, wer die Mobs holt. Der Löwe. Natürlich. Und Gory, ne? Nee. Nur der Löwe. Naja. Wo gibt's hier die Karte? Okay. Auch relativ am Anfang. Sehr witzig. Ist natürlich blöd. Jetzt hat noch gar keine heroische Frau. Ja, aber die können ja nichts. Ja, okay. Dann ist ja egal. Also jetzt zumindest in der... Der Vernichtungsgeist ist halt so schlecht, weil das funktioniert echt nur, wenn man da richtig nah dran steht. Ja. Ist halt wirklich nur in der Hoffnung, dass sich ganz viele auf den Geist stürzen. Ja. So ein Schwachsinn. Und selbst dann ist es wieder schlecht, wenn er dann zu schnell drauf geht, ist er auch useless. Ja. Der ist echt... Weiß nicht. Habe ich noch nie verstanden. Ich auch nicht. Ein ganz lustiger Gag. Wenn es mal klappt, freut man sich natürlich. Aber... Ja, dann erstmal so ein dick 150, ey.
Ja, aber selbst das ist jetzt auch nicht so ultra viel. Wollte ich gerade sagen, ne? Und das nicht mal rüstungsignorieren, glaube ich. Das weiß ich nicht. Herr Blitzschaden. Ja, geht halt. Klingt ja nicht danach. Weiß nicht. Nicht mal unbedingt. Blitzschaden geht ja nicht zwangsläufig durch. Das ist ja nur die Fertigkeit. Ja, eben. Und das ist ja bei Rito nicht so. Ich glaube nur bei Geisteres. Ja, gibt ein paar Rito-Fertigkeiten schon, die durchgehen, aber nicht viele. Ja, du bist ja mit U-Karte am Gange, ne? Richtig. Obwohl, da haben wir irgendwie auch nichts aufgedeckt. Ja, weil wir die Karte noch nicht haben. Die ist hier links. Ist das schon das Finale hier? Nee, oder ne? Rechts, von uns aus gesehen. Das ist auf jeden Fall der letzte Abschnitt. Wollen wir denn hier durch? Ich habe das Gefühl... Hier ist die Karte. Ja, und wenn schon. Brauchen wir die denn? Dann lass mal mitnehmen, warum nicht? Okay. Ist schon lustig. Außerdem ersparen wir uns diesen Riesenraum. Dann müssen wir eh wieder durch. Nee, müssen wir nicht. Was? Müssen wir nicht. Oh, das ist ja lame. Machen da so einen geilen Raum hin und dann muss man da nicht mal rein. Wenn du es so cool findest, können wir ja noch mal hin. Ach, nee. Nur echt viele Gegner. Als Umweg ist wieder lame, aber wenn man da durch muss, ist halt geil. Also. Aber ich würde. Ja, dann freu dich auf Urgots Bau. Das ist nämlich die Standardgegnermenge, wenn nicht sogar noch mehr. Ja. Ich fand eher so die Atmutter halt geil. Ach so. Na gut, da waren wir ja schon im Brudertrupp. Ja, das stimmt auch wieder. Das ist doch noch fehlt. Weil da oben ist jetzt, glaube ich, die Karte, ne? Und da ist auch der doofe Schlüsseltyp. Guck, hier musste ja, man perfekt. Sogar hin. Okay, jetzt müssen wir erst links, dann wieder rechts rüber, oder? Hä? Ganz komisch. Das ist ja jetzt voll blöd, wenn man die ja dann jetzt pullt hier. Ja, ne? Ich wollte es nicht gesagt haben. Aber vorbeiflaggen geht ja nicht anders, oder? Kriegen wir sonst nie platt. Sieht aber gerade genau aus, dass wir so platt kriegen. Okay. Wenn die Geister treffen, dann schon, ja. Ich dachte, die kommen da nicht durch. Ja, scheinbar treffen sie. Wer soll sonst diesen Charmer? Oder Gwen macht es solo. Ja, das weiß ich nicht. Weil der Typ kann jetzt auch nichts machen, der Schlitzer. Das ist ja total doof. Ich kann aber auch nichts machen. Ja, und ich schon gar nicht. Ich kann mit dem Bogen drauf. Ja, Gwen macht das. Gut, die Geister treffen ja auch nicht. Nee, ich kann nicht mal mit dem Bogen treffen. Geht's nur trotzdem. Gwen, die das macht. Tja, Gwen ist ja auch ein Schätzchen. Boah, ist Gwen heftig. Guckt euch das an. Naja, ich meine, sie hat ja auch, kriegt ja auch Dings. Blutes Dingskirchen. Ups, was ist jetzt? Hilfe, ich will nicht weiterlaufen. Da, jetzt kommt er zu uns, der Doofkopf. So, ja gut. Da ist er natürlich selber schuld. Aber jetzt kommen wir einfach durch. Jetzt sind die Schlimmsten weg. Hui, okay. Boah, war Gwen brutal, wa? Ja, wenn sie keine Mana-Probleme hat, reißt die alles auseinander, ganz klar. Und dafür ist Livia ja da. Unser Schätzchen. Olias crying in the corner. Ja, ist echt so. Ich vermisse ihn ja schon. Ich will auch immer Olias sagen. Oh! Jetzt ich weiß, off-cam hast du auch, haben wir irgendwie auch sie gewohnt und du immer so ihn. Ja. Das war irgendwie weird. So, ja, da oben, guck jetzt mal die Karte, da oben ist der Boss. Brauchen wir Red Key. Dafür müssen wir durch die Blue Door. Die ist da hinten erst. Ja, hier unten müssen wir lang. An den Doofköpfen vorbei. Grenzfinger. Oh, die mit ihren scheiß Bandstoß. Es geht nur auf Minions, ne? Nicht auf Geister. Doch, herbeirufende Kreaturen. Oh nein. Hätte ich schon gedacht. Also ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber alles andere wäre ja verrückt. Finde ich auch, ne? Ist ja immer herbeigerufene Kreaturen. Okay, Bandstoß, echt ein bisschen heavy für uns.
Bannstoß ist eh ein richtig geiler Skill. Also manche Skills sind einfach wirklich so viel besser als andere, dass man sich manchmal fragt, so hätten eigentlich mal genervt werden müssen. Ja. Weil Bannstoß macht so oder so, macht ja heiligen Schaden und doppelten Schaden. Das heißt, macht vierfachen Schaden auf Diener. Das Balancing in dem Spiel ist jetzt nicht das Beste. Und ich meine, generell ist heiliger Schaden schon richtig heftig. Also Bannstoß ist für mich eigentlich ein Must in den meisten Spiels. Ja, was heißt Kriegen wir schon hin, die sind ja wirklich schlecht. Hä? Speere? Ach, das sind nur die Verzauberten. Ja, bis jetzt. Ja, okay. Hätte man eigentlich gar nicht besser kriegen können, außer Livia. Die scheint doch nicht so glücklich zu sein. Die kriegt dafür jetzt mal rettet euch selbst von mir. Ist wahrscheinlich noch demoralisiert dadurch, dass ich sie immer mit Olias verwechsle. Ja! Dass du sie mal als Kerl siehst. Vielleicht will sie das ja. Ich liebe einen Schätzer nicht. Who knows? Oh. Hier stehen wir. Nee, da müssen wir nicht lang. Oh. Zum Blue Gate müssen wir. Gut, gut. Und was mit dem Red Gate? Sind wir da schon durch oder wie? Nee. Wir kriegen dann erst einen Schlüssel. Ah, okay. Da ist der Boss. Oh, shit. Achso, das ist hier gar kein Drucknasslicht. Murakai. Oh shit, das ist ja schon Bossgate. Oh shit. Oh oh. Ist der Master Key, wenn man in Zelda-Sprache redet? Hey, wo sind die ganzen Bögen jetzt hin? Ach, du hast ja nie Zelda gespielt. Nee. Boah, ich will in da in die Bögen rein. Ich muss in die Bögen rein. In jedem Zelda-Dungeon gibt es immer so einen Master-Schlüssel. Das ist immer der, der zum Boss führt. Boah, die Bögen tun mir richtig leid. Oh, warum die haben den Bogen raus. Das tut mir jetzt echt leid. Die standen echt zu günstig. Gorn rastet auch richtig aus. Hat schon den Malus mittlerweile wieder weg. Ja. Ja, ich habe ja 10% plus, obwohl ich schon einmal down war. Same. Nur Livia hier. Die ist nicht auf 10. Der Gorn ist immer noch ein Minus. Armer Gorn. Der wäre Terran Murakai nicht belästigt. Ist klar. Ach, Murakai ist ein Girl. Ja, und jetzt? Ist doch eine Falle, oder nicht? Ja, ist doch auch Herrin der Flammen. Nee, ich meine, das hier ist doch bestimmt ja, eine Falle, ja. Ist ja kein Problem, alle nacheinander. Kriegen wir schon hin. Vielleicht etwas knackig die Stelle, aber... Mhm. Vor allem, weil ja wieder so nervige... Giftspucker sind, die hasse ich. Ja, ich muss in ja jeden Untoten dann hast du die gefüllt. Und einen nach dem anderen weghauen hier. Ja, wo sind die denn hier? Oh Gott, sicher, dass wir es hinkriegen? Klar. Sicher? Ja. Okay. Ist mein Legionär noch da? Guck mal, selbst der Legionär lebt noch. Wer steht auch nicht da, wo Gorn steht? Und Gorn ist tot, ich wusste das. So hat Zanatius sofort zurückgeholt, als sie. Na, ich geh mal auch hier oben auf die Sacke. Murakai ist Hofmeister, das ist zu heftig. Ja, den mache ich jetzt platt. Er tankt sie auch immer wieder hoch mit diesem Vampirkack. Boah, ey, das ist so massiv gerade. Boah. Wir müssen doch down gehen, ich mach so viel Schaden. Ist er noch da? Ich sehe es nicht. Murakai ist Hofmeister, ja. Natürlich. Lebt noch? Hat noch die Hälfte. Er ist doch fast tot. Ah, ja. Ich auch. Ah. Der war heavy, ne? Ja, hat schon Schaden gemacht, aber wir auch. Also zum hat Glück. Richtig reingehauen hier oben. Oh, ja, wegen diesen Giftspuckern, was ist das für ein Scheiß, ey? Ja, das darf man nicht unterschätzen. Ich denke, ja, D-Rack ist nicht ohne. Ja, und nicht nur D-Rack, die machen auch Schaden. Ja, das stimmt schon. Schnell weg hier, ich will hier nicht sein. Das nervt. Okay. Ja, aber Livia geht bestimmt jetzt drauf. Denke ich mir auch. Oder? Warte, lauf. Doch, wir können eigentlich fliehen. Ja, der kommt noch sehr noch weg, Mann. Außer Gorn. Oh, nee, der ist nicht der. Wer steht denn da ganz hinten noch? Das ist Jeremy, der stirbt sowieso nicht. Das wissen wir ja. Ja, dann let's go. Was macht ihr denn da noch so lang? Ah, Gorn. Ja.
Gordon wollte nur in Leiche gehen. Ja gut, das ist natürlich wirklich nett von ihm. Und guck mal, es geht schon so weit, Disrespect. Dass er schon die Todesnummer bekommt. Oh nein! Das finde ich mal disrespectful, wenn du Todesnummer bekommst, weil du oft stirbst. Ja, das ist echt. Nur Kanonenfutter. Oh, jetzt geht's ja schon Richtung Boss, wa? Richtig. Uiuiuiui, da sind wir mal aufgeregt. Oh shit, die da Angst kommen wir ist schon. Da. Ich, ganz ehrlich, ich habe die Dungeons nur einmal alle gemacht. Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Ja, ich auch nicht. Ich weiß nicht, was mich da erwartet. Ich habe gefühlt eigentlich fast gar keinen dieser Dungeons gemacht. Wir haben auf jeden Fall ganz früher mal Exil gemacht. Auf jeden Fall Dunschein der Schwarze. Ja. Das haben wir zusammen gemacht. Das weiß ich auch schon nicht mehr. Das weiß ich alles nicht mehr. Absolut heavy, der Boss. Wer steht denn da hinten immer? Ach, Jeremy. Jeremy. Er ist halt Meister der Gerüche. Ja, aber mal diese komische mittlere Gruppe hier direkt. Die sieht ja, irgendwie die, gefährlich ne? aus, ja. Aber muss ja irgendwann. Okay. Schnell, weil jetzt kommen da noch welche von hinten. Ja, was heißt schnell? Wir tun unser Bestes hier. Boah, diese Flammenspeier, ist das lächerlich. Machen die brennen die ganze Zeit? Ja! Hey, das ist aber ungünstig. Brennen und utopisch viel Schaden. Das ist aber blöd. Ja, das finde ich auch. Ich finde es besser, wenn man keinen Schaden kriegt. So, jetzt sind es eigentlich nur noch... Brennen und Krankheit. Ah, da ist noch einer. Völlig übertrieben. Lol, die meint es aber richtig ernst. So, wo lang jetzt? In der Mitte durch, oder was? Ja, natürlich. Geil! Guck mal, wir werden voll gelackmeiert, ey, von den Chancen. Ja, Sanatius hat permanent Maximum an Reading. Versuch das mal zu kiten mit meinem Laufstil hier. Das funktioniert oft. Mach ich im Jahr des Steinbruchs auch immer. Und tschüss, Goran. Boah, was ist das, ey? Hier ist, oh, zum Glück ist hier ein Safe, ein Checkpoint. Ja, eigentlich, Sanatius hat halt permanent plus 4. So ein Checkpoint aktivieren, ey. Das geht ja gar nicht. Wir müssen Livia jetzt erstmal wiederholen und Goran. Ja, Goran ist der Einzige, der hier noch nicht angekommen ist. Aber Livia stirbt jetzt vielleicht auch nochmal. Na, vielleicht auch nicht. Wenn der Flammenscheiß weg ist, los, schnell, 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 schnell. Ja. Ja. Sehr, sehr gut. Machbar, Herr Nachbar. Boah, wie das hier schon aussieht. Okay, das haben sie komplett geändert. Hier war nämlich Ende im Gelände. Sind wir da überhaupt durch? Nee. Durch diese? Nee, wir sind da in dem Raum davor. War genau, da war der nämlich. Ja. Das ist jetzt komplett neu. Oh Gott, ich sehe die gar nicht. Die Herren der Flammen. Die kommt vielleicht dann aus der Lava oder so ein Shit. Ich glaube auch. Oh, oh, ihr Lieben. Die Angst ist da. Wir sind schneller als eine Schleimgrube. Aber besser durchkommen. Oh. Oh, oh. Kann man nicht mal lesen wegen den Schlüsseln, das ist so schlecht. Das ist wirklich doof. Also ich meine, man kann natürlich UI-technisch das alles woanders hinlegen. Ja, das ist der Standardmäßig eingestellt. Boah, hätten wir jetzt mal Viratas Aura. Hätten wir die klauen können. Warte, in 10 Sekunden habe ich meinen Legionär wieder. Na? Dürfte nicht mehr lange dauern. Ich hasse die Knochenteufel. Ich habe noch einen grünen Fitzel. Als Gegner zumindest. Na komm. Die gibt's. Die gibt's bei Malix auch. Bei einem Abschnitt. Die Minions sind super groß. Bei Malix? Achso, ja, stimmt. So, jetzt legen wir erst wieder da. Dann wollen wir mal, wa? Rein, nur Pest-Zombie und Knochenteufel. So groß sind die doch eigentlich. Nee, bei Malex sind die doppelt so groß. Ja, das kann da kommen sie alle. Fleischgolem. Weil sie sind komische Schlund. Puh. Die gegen ja noch. Ja, gegen. Wo ist der jetzt Murakai? Ach, die sieht einfach normal aus wie so ein Geist. Hab ich jetzt nicht so Angst vor. Gut, aber looks can be deceiving, ey. Oder wenn man da ist, verwandelt die sich so wie so ein Resident Evil Final Boss. Das wäre natürlich richtig krass.
Wie gesagt, ich weiß nicht mehr. Oh Mann, ich finde immer die Trichter. Ich kaufe mir die teuer. Dann nehme ich sie nicht mal mit. Musst du mitnehmen. Dietrich ist zu gut. Ach, das ist sie schon. Ja, das ist sie. Ich dachte mir so, okay. YOLO-mäßig einfach rein, so. Es wäre so lustig, wenn die jetzt einfach so ganz normal down geht. Ich will ja nichts sagen, aber irgendwie läuft es ein bisschen. Ich glaube, ja. Dachte mir auch gerade. Ja, was macht die denn? Muakais Verzehr. Ich weiß ja nicht. Sehr, sehr enttäuschend. Da passiert ja gar nichts. Murakais Ruf, ich weiß zwar nicht, was die da macht. Ja, oh, alle Zustände. Phantome. Wir bekommen alle Zustände auf einmal. Ja, aber das Dumme ist, sie ruft die Phantome genauso, dass sie alle auf ihr draufspawnen und in meine Sense reinlaufen. Das ist super ungünstig. Ja, gut für sie. Aber nur weil du eine Sense hast. Ja, vielleicht, wenn man keinen Sensentypen dabei hat, ist wahrscheinlich schwer. Ja, das kann sein. Durchaus wahrscheinlich. Weil das ist halt wirklich. Und die Blindheit riecht mich auch gerade ein bisschen auf. Aber das war's, glaube ich, gleich. Mein Ding. Das war's ja schon. Wow. Richtig heavy, wa? Tja, also das war jetzt wirklich nicht so beeindruckend. Besser als der Spektralschleim, der hat mich echt ein bisschen genervt. Oh Gott, was ist denn Düsterhorn, Stecken, Char, Axt? Keine Polymog-Figur, leider. Schnitzerei, okay. Müssen wir nochmal machen. Ich will die Polymog-Figur. Vampir-Steinhammer, das ist auch nicht schlecht. Vielleicht gibt es ja noch anders. Die habe ich gedroppt. Kannst du mitnehmen? Nö. Oh, irgendwann muss ich das doch schon mal gemacht haben, weil diese Schnitzerei kommt mir bekannt vor. Die habe ich schon mal gesehen. Ja, das ist Questgegenstand, ne? Oh, cool. In der Axt ist das drin, was ich haben wollte für Dingens. Halbiert Wirkzeit von Zaubern. Geilomat. Da ist es. Nach all den Jahren. Ist da so drauf, der verteidigt der Tapferkeit, ne, das brauche ich nicht. Ja, nach all den Jahren. Nach all den Wirkzeit Jahren. Von Zaubern. Das ist für Jadesteinbruch wichtig. Ja, ich habe ein Jadesteinbruch Paragon Feuerbild. Fragt einfach nicht. Sehr seltsam, aber es funktioniert. Richtig cool. Fehlt nur das für ein Stecken. Oh, shit. Da waren noch Gegner. Oh, shit. Gegen die am Ende noch verkacken. Ich denke, das ist unmöglich. Die sind einfach richtig schwach. Die Herrin der Nacht war wohl echt ein bisschen erbärmlich. Gerade eben. Mutter der Nacht. Die dunkle Bruderschaft. Oh shit, stimmt. Daran erinnert sich das auch. Schon, ne? Schon sehr. Gut, ihr Lieben, leider kein Rubin-Gin. Ich bin ein bisschen traurig. Oh. Ja, ich bin echt traurig. Kein Polymog. Keine Ahnung, ob man die von Spielern irgendwie kaufen kann. Den hätte ich halt echt gerne. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich beim Questgeber wieder. Jo. Bis gleich. BG. So, ihr Lieben, da sind wir wieder. Ich glaube, hier gibt es auch noch eine kleine Belohnung. Ja. Es ist zwar jetzt nichts Besonderes, aber ey. Immerhin, I guess. Kann ich nur die Sachen hier kurz verkaufen, kriege ich wahrscheinlich auch noch ein Platin oder so dafür. Kann ich mir wieder neue Dietriche kaufen. Mehr brauche ich ja in dem Spiel gefühlt nicht mehr. Sind wir mal ehrlich. Eigentlich nicht. Und ja, jetzt habe ich wieder 4 Platin. Das sind fast 4 Dietriche. Gut, ihr Lieben, das war's für heute. Das war die Kathedrale der Flammen. Beim nächsten Mal
sehen wir uns am Anfang des Sagno-Tals, weil, naja, hier werden wir sicherlich nicht den Part beginnen, weil Dalada-Hochlande kennt ihr ja schon. Das Blöde ist, wie ihr sehen könnt, nichts grenzt daran, wir müssen da echt nochmal durchlaufen. Umständlich, nervig, aber so ist es halt. Und hier sind auch noch zwei Dungeons, Ragnars Menagerie und Kathedrale von Katandrax, oder so heißt die, glaube ich. Mhm. Da gibt es auch nochmal die Chance, den Rubin-Gin zu bekommen. Ich will diesen Prolimog Rubin-Gin, wenn ihr einer von euch hat. Hi. Ja, okay. Dann würde ich sagen, Daumen hoch, falls es gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Und sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Stay awesome. Eure Sissy. Tschö. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist. Und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen. Und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch. Und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich. Und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!